Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Podcast von Padman und Canina. Wir, das sind Joran und Sabine Töne-Groß, haben zu unserem heutigen Thema Stoffwechselentgleisung bei Pferden, Auswirkungen auf Darm, Lunge, Gelenk und Hufgesundheit, zwei Interviewgäste eingeladen. Ja, zum einen Pferdefrau Alina Lehmann von Canina Pharma und zum anderen Sandra Schneider, Western-Trainerin und Inhaberin der Akademie für ganzheitliches Pferdetraining. Und Achtung, den meisten bekannt aus der Vox-Sendung Die Pferdeprofis. Napfgespräche, der Podcast. Ja, wie schon gesagt, ist unser heutiges Thema halt die Stoffwechselentgleisung bei Pferden und deren Auswirkung. Ja, und das ist ein mächtig komplexes Thema, wie sonst auch unsere Themen. Aber auch hier ist wunderbar zu sehen, wie die Darmgesundheit auch bei Pferden der allerwichtigste Faktor ist. Allein das Thema Huferkrankung, welches ich gerade so einfach mal vorwegnehmen möchte, ist mega umfangreich. Ich nenne dann nur das Wort Hufrehe. Die Analyse verschiedener Studien zum Thema Ursachen und Auslöser für Hufrehe liegt auch nahe, da es sich bei Hufrehe offenbar nur um ein Symptom handelt, mit dem der Körper reagiert, wenn die natürliche Kompensationsfähigkeit des Stoffwechsels erschöpft ist. Schaue ich dabei einfach nur mal auf die Auslöser, dann wird es schon sehr eindeutig, woher der Wind weht. Für Auslöser oder als Auslöser für Hufrehe gelten folgende Faktoren. Fructane, Pektine, Inulin. Endophyten im Weidegras und die Schimmelpilze im Futter. Dann haben wir noch den Zucker, wir haben die Proteine, wir haben Toxine und Insulin. Natürlich auch ein gestörter Säurebasenhaushalt, Klee, ne, Blausäure und Phytoöstrogene, Wurmkuren, Cortison. Phenylbutazon, Milchsäurebakterienvermehrung im Dickdarm, dann haben wir die Hypothyreoidismus und wir haben die Virusinfekte der Atemwege und ein gestörtes Gerinnungssystem. Alle Dinge, die mit dem Darm zusammenhängen. Und weitere Symptome für eine Stoffwechselentgleisung sind oder könnten sein: Holzknabbern, Erdefressen, Kotfressen, wenig Bewegung, ne, isolierte Haltung, Psyche, ne, einstreulose Haltung, knappe Versorgung mit Raufutter und so weiter und so weiter. Und dann haben wir noch so last but not least die Atemwegserkrankung, durch was sich jeder vorstellen kann, schlechte staubige Reitplätze oder nicht schlecht, aber staubige Reitplätze, einen hohen Staubanteil in der Stallluft und bakterielle und virale Belastung durch Ammoniak. Es gibt noch mehr zu erzählen, aber dafür sind ja unsere beiden Interviewgäste noch mit dabei und die auch die Erfahrung mit den tollen Produkten von Canina nennen können. Stellt euch doch bitte einmal selber kurz vor. Alina, beginnen wir mit dir und dann kommt die Sandra dran. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin Alina, ich bin Ernährungsberaterin für Hunde, Katzen und Pferde, bin zertifizierte Tierenergetikerin und auch Pferdetrainerin. Ich bin bei Canina in der Kundenbetreuung tätig und füge mich so ein bisschen in unsere Equolyt-Reihe mit ein, die wir weiter ausbauen wollen und etwas entstauben wollen, um den Pferden die bestmögliche Unterstützung in Form von Nahrungsergänzungsmitteln auch bieten zu können. Sandra, dann stell du dich doch bitte kurz vor. Hallo ihr Lieben, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Podcast. Bitte, bitte. Und ich möchte euch eben erzählen, wie ich überhaupt zu Canina gekommen bin. Das war nämlich über unsere liebe Interviewpartnerin Alina, die letztes Jahr eine Ausbildung an meiner Akademie für ganzheitliches Pferdetraining gemacht hat. Und ich bilde dort Pferdetrainer aus seit 2018. Bin selbst seit 2004, also jetzt seit stolzen 20 Jahren, selbst Pferdetrainerin. Mit Schwerpunkt junge Pferde und Pferde mit Verhaltensauffälligkeiten, auch gemeinhin Problempferde genannt. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, das Pferd ganzheitlich zu betrachten. Dazu gehört natürlich auch die Fütterung, weil zu einer ganzheitlichen Betrachtung natürlich die mentale Situation des Pferdes
gehört und auch die körperliche Situation. Und da spielt Fütterung natürlich eine Rolle. Deshalb kommt man als Pferdetrainer auch nicht umhin, sich etwas mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich weiß aus Insiderquellen, dass du irgendwelche Tücher von Canina benutzt hast, was Alina gesehen hat. Ja, so war das. Ich weiß alles. Genau. Es war ganz herrlich, ja. Ich wusste überhaupt nicht, dass Alina für Canina. Und ich habe, ja genau. Man muss hier aufpassen. Und ich habe tatsächlich diese wunderbaren Augenpflegetücher von Canina für meine Pferde und auch unsere Hunde und finde die ganz toll. Die sind einfach mit einer augenfreundlichen Lösung getränkt und ich habe die benutzt bei unseren jungen Trainingspferden, weil es ist ja schon mal, haben die was im Auge oder da saß eine Fliege drin und dann tränt das ein bisschen. Und bevor ich da jetzt Salbe oder Euphrasia oder irgendwas reinmache, benutze ich immer erst diese wunderbaren Augenpflegetücher. Und dann hat Alina mich angesprochen und meinte, hey, für diese Firma arbeite ich doch. Das ist ja toll, dass du unsere Augenpflegetücher benutzt. Zufall. Ja, und so sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Das war also ganz interessant. Und dann hat sie mir von dieser tollen Equolyt-Produktreihe erzählt und mir dann netterweise auch Produkte zum Ausprobieren mitgebracht. So kam das zustande. Und was, Alina, hast du ihr erzählt? Genau, da ging es hauptsächlich um die Kräuterhorse-Reihe. Die rein natürlich ist wirklich nur auf Basis von Kräutern, ohne synthetische Zusätze oder ähnliche. Okay, möchte jemand mitreden? Und zu dem Zeitpunkt hatte eins der Trainingspferde gerade einen Infekt. Und da bin ich eben drauf gekommen, dass wir das vielleicht unterstützen könnten mit einem kleinen Sponsoring von Canina mit dem Kräuterhorse Abwehrkräfte, was im Prinzip ein total toller, natürlicher Vitamin C Booster ist. Was ist da alles mit, drin? Genau, da ist Sanddorn mit drin, als eben sehr stark Vitamin C-haltiges Naturprodukt, was auch die Zellen schützt, verschiedene Fettsäuren noch enthält. Wir haben die Hagebutten mit drin, die ja abwehrsteigernd auch schon sehr bekannt sind. Die werden ja sehr viel genutzt, allgemein auch schon im Pferdebereich. Wir haben Himbeeren mit drin und auch nochmal das Echinacea, was die Aktivität der Abwehrzellen auch nochmal steigert und antiviral wirkt. Und das war so mein Vorschlag an Sandra, dass wir das da vielleicht mit einsetzen können, um der kleinen Maus da zu helfen. Und Sandra, wie ist der kleinen Maus ergangen? Also sie hat sich wirklich schnell erholt. Das war ein fiebriger Infekt und sie war total schlapp. Also es war wirklich nicht schön mit anzusehen. Man will die Pferde dann gerne einfach mit nach Hause aufs Sofa nehmen und eine Decke drüber und einen Tee einfließen. Ja, also es war wirklich die arme Maus. Ja, ich leide dann wirklich immer mit, weil man, ne, diese großen Tiere, dann, man möchte die dann einfach betüddeln und denen helfen. Hm. Und man ist ja da sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Bei einer Katze oder einem Hund sieht das anders aus. Und so einem Pferd, dem kann man einfach was Gutes tun, wenn man dann etwas füttert, was hilft im Prinzip. Und sie hat natürlich auch Medikamente bekommen, die fiebersenkend gewirkt haben. Aber ich war sehr froh, dass ich diese Abwehrkräuter von Kräuterhorst dann hatte und ihr das noch mit dem Mesh dann zusammengeben konnte, weil mir das einfach auch ein gutes Gefühl gegeben hat, dass ich da jetzt noch was unterstützend tun kann, was jetzt nichts mit Chemie zu tun hat. Und wie gesagt, sie hat sich auch da wirklich schnell erholt. Das wollte ich auch gerade sagen, das hätte ich gern fürs Müsli. Ich bin auch gerade Mörder erkältet. Also das ist ja auch eine gute, das sind ja tolle Sachen, die da drin sind. Unglaublich. Definitiv, also es ist ja, durchaus möglich, ne? Ist ja kein Problem. Ist ja ein Produkt, was jetzt nicht nur für Tiere gemacht ist. Das sind ja Pflanzen. Ja, klar. Oder, Sandra? Nein, Entschuldigung, Alina? Ja, ich meine, es ist ja, ich hab gerade überlegt, es ist ja wirklich, ne, also es ist ja wirklich ein reines Pflanzenprodukt und das könnte man ja auch morgens in seinen Porridge mit einrühren. Und das war meine Idee, genau. Das hilft jetzt. Also, das wird ein neuer Podcast. Und wir werden da nochmal gezielt drauf eingehen, wie dann die Auswirkungen gewesen sind. Jetzt habe ich in dem Zusammenhang eine Frage. Sandra und auch Alina, beide, ihr arbeitet ja mit Jungpferden.
Und das hat ja mit Sicherheit auch einen Grund. Warum macht ihr das? Alina, ich fange bei dir gerade mal an. Warum arbeitest du gerne mit Jungpferden? Ich finde es einfach total großartig, die direkt am Anfang unterstützen zu können, dass man alles von Grund auf vernünftig aufbauen kann und mit viel Ruhe und pferdegerecht, dass man die nicht so in die Ausbildung zwingen muss. Ich habe ja eben auch den ganzheitlichen Ansatz mit meiner Therapieschiene, dass ich da auch darauf achten kann, dass die gut gehalten werden, dass die eine vernünftige Fütterung bekommen, dass die einfach einen tollen Start ins Reitpferdeleben bekommen. Und bei dir, Sandra? Bei mir ist es so, dass ich ja sehr, sehr viel mit problematischen Pferden zu tun habe. Und es ist einfach so, wenn man die jungen Pferde freundlich und herzlich mit Vernunft und Liebe ausbildet, dann bekommen die keine Probleme. Das ist einfach so. Deshalb ist mir Jungpferdeausbildung wahnsinnig wichtig und ich lege sehr großen Wert darauf, dass die Pferde wirklich Freude an der Arbeit haben, dass die motiviert sind. Und deshalb haben wir auch eine besondere Art, mit den Pferden zu arbeiten. Also ich mache mit denen eigentlich fast nur Geländetraining. Ich reite die auch im Gelände an. Und wenn ein junges Pferd so einen schönen Start ins Reitpferdeleben hat, dann ist das erstmal in trockenen Tüchern. Das ist wirklich so. Also die meisten Probleme entstehen ja, wenn die Pferde in ihrer Jungpferdeausbildung beim Anreiten überfordert werden, wenn die über die Uhr gedreht werden, wenn die so geritten werden, dass sie sich dann schon verspannen. Ich sag mal, das ist mit Sicherheit bei mindestens 80% der Jungpferde der Fall, wenn man sich nicht nach der klassischen Ausbildungsskala richtet, was leider heutzutage fast keiner mehr tut, muss man ehrlich sagen. Deshalb liegt mir die Jungpferdeausbildung wahnsinnig am Herzen. Wie sieht's da aus? Geht ihr darauf auf die Ernährung ein? Alina und Sandra? Alina? Bei der Jungpferdeausbildung? Ja, wenn die Jungpferde bei mir sind, hat man natürlich immer einen gewissen Einfluss, aber der Besitzer hat natürlich immer das letzte Wort. Also es ist schon, wenn ich merke, die Besitzer möchten, ich sag mal, 2 Kilo Müsli am Tag füttern, bringe ich mich da schon ein und sage, ist jetzt vielleicht nicht so ganz die beste Idee. Da könnte man halt einfach andere Dinge machen und das Heu ist definitiv immer im Vordergrund, dass genug Rauffutter zur Verfügung steht und das einfach die Basis ist. Gerade Rauffutter, was du jetzt gerade ansprichst, wir haben ja vorhin das Thema gehabt, Atemwege, ne? In meiner Einführung. Die Rauffütterung ist ja oftmals auch ein Defizit, ja. Das ist das, zum Beispiel halt zu Darmerkrankungen führen kann. Das ist so für mich dieser Ansatz gewesen, auch gerade jungen Tieren zu helfen, dass sie vernünftiges Futter bekommen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Man muss schon auf die Heuqualität auch definitiv achten. Ich finde, als Einstaller oder wenn man Heu zukaufen muss, ist das immer so ein bisschen schwierig. Man ist halt immer irgendwo eingegrenzt und auf andere angewiesen. Aber so ein bisschen Einfluss kann man ja dann doch schon drauf nehmen, dass man sagt, na, den Ballen muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt füttern, der sieht jetzt nicht so gut aus, der riecht vielleicht ein bisschen komisch oder der ist sehr staubig. Das sind alles Punkte, wo man im besten Fall ein bisschen drauf achten sollte. Ich selbst habe das auch gehabt. Ich habe jahrelang ein Friesenpferd gehabt. Ich komme auch aus der Pferdeszene, bin erst später zu den Hunden gewechselt. Und Hunden und Katzen, das heißt, während der Pferde, wo sind Pferde, wo keine Hunde und Katzen sind? Das ist ja fast, geht ja gar nicht. Da gehört ja irgendwie alles zusammen. Und so war das bei uns am Stall auch. Und ich habe damals mein Friese, ich hatte einen Friesenhengst, der hat Pellets bekommen und die Pellets, die waren nicht gut. Und der hat ein arges Darmproblem bekommen und hat ganz viel Fell verloren. Auch seine wehende Mähne, der hatte ganz tolle Mähne und das hat mich echt lange Zeit gekostet, bis ich das wieder hinbekommen habe. Zu dem damaligen Zeitpunkt, ist jetzt schon ein bisschen länger her, gab es nicht so tolle Produkte, wie sie heute da sind. Und das hat mich mächtig geärgert. Zumal ich da auch in einer Show mitgeritten bin, Faszination der Traumpferde, und da gehörte mein Friese mit dazu und das geht halt nicht, wenn du den Behang nicht hast und sowas. Ne? Das hat mich echt geärgert und das sind halt solche Sachen, die schwierig sind. Ich habe vorhin auch, oder sagen wir mal so andersrum, ihr habt ja auch ein Produkt mit dabei, da geht es um Atemweg.
Ja, wir haben ja vorhin gesagt, es sind Stallungen da, die schlecht belüftet sind, ja, oder wir haben sehr viel Staubbelastung, wir haben die Belastung auch durch die Fellpflege und Hufpflege, ja, wenn die Hufe gemacht werden, es wird abgeschnitten, es sind ja teilweise auch Gerüche, manchmal so von verbranntem Horn und dergleichen in der Luft, alles etwas, was natürlich auf die Lunge der Pferde geht. Was könnt ihr mir beide dort sagen zu dem Thema Kräuterhorst Atemwege? Wie setzt ihr das ein? Welche Erfahrungen habt ihr damit? Wann setzt ihr es ein? Genau, die Atemwegekräuter, die kann man vorbeugend geben, so zur Herbstzeit, wo dann viele Pferde ja doch eingestallt werden, von der Weide wieder runterkommen und die Staubbelastung einfach wieder höher wird, weil mehr Heu gefüttert wird, die sich eben in den Stallungen befinden, die Stallhygiene vielleicht nicht immer ganz so optimal ist. Und Atemwegsprobleme fangen tatsächlich schon damit an, dass das Pferd mal beim Antraben mal abhustet. Also das sind schon die Anfänge davon. Und da kann man tatsächlich schon frühzeitig unterstützen, damit da kein großartiges Problem draus wird. Weil so equines Asthma ist natürlich schon ein Riesenthema, was die Pferde extrem belastet. Und wenn ich das Bild vor Augen habe von einem Pferd in einem Asthmaschub, was wirklich wochenlang krampfend mit einer starken Bauchatmung und sich kaum noch bewegen möchte und eigentlich nur mit dem Atmen beschäftigt ist. Ich selber habe auch Asthma. Ich kann das immer sehr gut nachvollziehen. Tut einem echt in der Seele weh, wenn man das sieht und weiß, wie man es vermeiden kann. Und da kann man eben mit dem Kräuterhorst Atemwege sehr gut unterstützen. Das ist auch wieder, wie die Kräuterhorstreihe schon sagt, auf reiner Kräuterbasis. Wir haben da drin Anis, Ginkgo, Thymian, Süßholzwurzel, Stiefmütterchen, Eukalyptus und Eibischwurzel, was letztendlich alles sehr stark antimikrobiell, antiviral wirkt. Ein bisschen durchblutungsfördernd durch das Ginkgo auch, schleimlösend, beruhigend für die Atemwege und schleimhautschützend und fördert auch die Sekretabhustung. Wow. Inwiefern habt ihr beide Einfluss darauf, auch Sandra, auf Stallhaltung? Wie viel Einfluss lassen sich die Leute nehmen oder geben, gerade was so, ich sag mal, Luftsauberkeit angeht? Habt ihr da Erfahrung? Ja, das ist natürlich ein Thema, wo ich als Einstaller meinem Stallbesitzer ausgeliefert bin, wenn ich es mal so nennen darf. Das heißt, wenn ich irgendwo stehe, natürlich kann ich mir aussuchen, steht mein Pferd im Offenstall oder steht mein Pferd in einer Box. Das sieht man ja vorher, wenn man sich den Stall anschaut. Ja. Ich sage immer, Leute, wenn ihr einen Stall wechseln wollt, schaut euch ihn bitte im Winter an, weil im Sommer sind alle Ställe schön. Und wenn es denn der Fall ist, dass dort Heu verfüttert wird, was nicht einwandfrei ist, wenn es mal zu einer Staubbelastung kommt. Ich meine, es gibt ja auch Ställe, da werden die Boxen gemistet, während die Pferde im Stall stehen im Winter. Und das ist gar nicht so selten. Ja, und genau. Also es ist wirklich gruselig. Und wenn man sich dann darüber beschwert, über die Heuqualität oder über das Prozedere des Stallausmistens, heißt es sehr schnell, du kannst ja gehen, wenn es dir nicht passt. Ja, leider. Das heißt, deshalb sage ich, man ist da ein bisschen ausgeliefert einfach. Mhm. Und natürlich wäre es das Allerbeste, das Pferd so zu halten, dass die Staubbelastung relativ gering ist, dass überall frische Luft herrscht, dass man eine super Heuqualität hat. Aber selbst als Selbstversorger, wenn man sein Heu nicht selbst herstellt, ist man ja auf seine Heulieferanten angewiesen. Und ich spreche da aus Erfahrung, wenn ich sage, auch wenn man nur einen Heulieferanten hat, kann es sein, dass die Ballen total unterschiedlich sind. Und dann ist es natürlich gut, wenn man ein solches Mittel hat wie das Kräuterhorst Atemwege, wo man dann das Pferd schützen kann. Ich habe selbst ein Pferd mit Lungenproblemen, wo ich sehr, sehr gerne jetzt gerade in der kalten Jahreszeit diese Atemkräuter gerne einfach mal kurmäßig prophylaktisch füttere, weil natürlich sorge ich dafür, dass das Pferd, dass es dem möglichst gut geht, dass es viel frische Luft hat im Offenstall. Aber auch dann, man kann das ja nicht immer ausschließen, mal ist ein Heuball ein bisschen staubiger und dann
helfen diese Kräuter einfach, neben dem, was man sonst noch macht, dem Pferd besser Luft zu bekommen. Und deshalb ist es einfach super, dass es sowas gibt, ne? Das ist auch wieder rein pflanzlich, keine Trägerstoffe, sondern wirklich nur die Kräuter. Und das finde ich schon sehr wertvoll in dem Fall. Ja, Alina Borin. Ja, entschuldige. Auch, ganz, ich wollte ganz kurz auch, so die, auch ja. Diese Sachen, so Bronchien, ne, gerade jetzt Kälte, ne, kalte Luft, wirklich so minus 10 Grad und sowas. Die Pferde werden geritten, ja, dann stehen sie hinterher und sind eventuell noch am Dampfen ab. Ne, kann ja auch schnell mal dann auf die Bronchien gehen. Dann ist das ja auch eine gute Hilfe, oder? Ja, auf jeden Absolut. Fall. Bei dem Thema muss man natürlich gucken. Es ist halt nicht nur das Problem, dass die dann noch nachschwitzen und vielleicht nicht noch 2 Stunden trocken geführt werden können, weil man ja auch, also die meisten sind ja vielleicht 2-3 Stunden am Stall und da spielt das zeitlich dann oft auch nicht mehr mit rein. Aber es fängt ja gerade bei den Witterungen momentan schon an, wie man das Pferd bewegt. Also dass man vielleicht nicht dasselbe Programm abspielt wie bei 15, 17 Grad, weil die Lunge da einfach ganz anders drauf reagiert und das auch nicht leisten kann und es da wirklich zu Lungenschädigungen kommen kann, wenn man bei minus 10 Grad oder es fängt auch schon bei minus 5 Grad an, noch eine halbe Stunde meint galoppieren zu müssen. Absolut. Ja, viele wissen das wirklich nicht, dass also hartes Training oder intensives Training bei diesen Temperaturen wirklich schädlich für die Pferdelunge ist, dass es da zu entzündlichen Prozessen kommt, definitiv. Das ist durch Studien nachgewiesen. Und wenn ich ein solches Pferd dann nach einem harten Wintertraining in seine Ammoniakbox stelle, dann habe ich natürlich, muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann ein ernsthaftes Problem bekomme. Also vieles ist auch selbst gemacht aus Unwissenheit heraus. Und deshalb finde ich es immer wichtig, möglichst viel Wissen sich anzueignen über den Pferdekörper, dass sowas nicht wirklich aus Unwissenheit passiert, dass man denkt, ach ja, das ist doch, super, ist doch viel besser als bei Hitze. Bei minus 10 Grad kann ich doch mal ordentlich durch den Wald galoppieren. Das tut der Pferdelunge noch gut, da wird die durchgepustet. Ja, ist leider nicht so. Mhm. Aber wie gesagt, viele wissen das einfach nicht. Deshalb bin ich auch immer schwer dafür, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ich würde jetzt unglaublich gerne gerade auch in diesem Zusammenhang noch einmal wissen, liebe Alina, worin unterscheidet sich denn das Kräuterhaus Abwehrkraft und die Atemwege? Was ist das Besondere an der Abwehrkraft? Das Besondere an der Abwehrkraft ist, dass es einen starken Einfluss auf das Immunsystem hat. Durch eben diesen sehr hohen Anteil an Vitamin C auf natürlicher Basis eben in den Kräutern und Beeren enthalten, fördert das allgemein das Immunsystem. Und die Atemwege haben wirklich den Bezug dann auf die Atemwege, auf die Bronchien zur Unterstützung, wenn auch schon Probleme vorhanden sind. Also okay. Wenn man ein Asthma-Pferd hat oder wenn man eben nur leichte Atemprobleme auch schon beim Pferd sieht, dass es mal abhustet oder so, da kann man das dann wirklich einsetzen, auch zur Symptomlinderung. Ah, vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein Thema. Und Alina, zwar, darf ich auch noch was sagen? Ja, fragen natürlich, Sandra, hau rein. Ja, klar. Liebe Alina, diese Atemwegskräuter, fütterst du die trocken übers Futter oder setzt du einen Tee auf? Ich fände es schöner, wenn es angefeuchtet wird oder eben als Tee, gerade jetzt bei den Temperaturen auch mal als warmes, als warmes Wasser zum Anbieten übers Futter drüber. Ich weiche das Futter generell immer sehr gerne ein. Bei uns im Stall ist es zum Beispiel momentan so, die Tränken sind eingefroren, draußen auf den Paddocks ist alles eingefroren, die Pferde stehen in den Boxen, haben zwar Trinken zur Verfügung, sehen dann aber vielleicht nicht so die Notwendigkeit. Und trinken bei den Witterungen einfach zu wenig. Und da ist das natürlich total schön, so einen Atemwegskräutertee aufzusetzen und einfach auch übers Futter oder übers Mesh zu gießen und das wirklich flüssig anzurühren, damit die zusätzlich zu der Atemunterstützung einfach auch Flüssigkeit nochmal aufnehmen. Hört sich so ein bisschen an wie Glühwein. Fehlt nur noch der Spekulatius, genau. Glühwein für Pferde, hört sich so ähnlich an. Nein, aber es macht absolut Sinn, auch gerade dieses Warme, das finde ich auch. Da es ja nochmal ganz anders auf die Lunge wirkt, sich im Körper ganz anders verarbeitet, ne? Durch die Wärme, ganz einfach, durch die warme Flüssigkeit.
Und durch die Wärme und die Flüssigkeit werden die ätherischen Öle gerade aus dem Thymian oder dem Eukalyptus nochmal ganz anders freigesetzt. Und das darf man nicht vergessen, die ätherischen Öle, die haben ja eine ganz, ganz, ganz andere Wirkstofflichkeit. Ne? Wenn ich mir das angucke, auch wenn man so ein ätherisches Öl nimmt aus einer Flasche und man hat so einen Tropfen da, in so einem Tropfen befinden sich, je nachdem was man hat, zwischen 300 bis 800 Wirkstoffe. Und das sind intelligente Wirkstoffe, die dem Körper zugeführt werden. Und wenn man sich das vergleicht mit einem medizinischen Produkt, was eventuell nur 5 statische Wirkstoffe hat, ist das natürlich eine ganz andere Auswirkung oder kann eine ganz andere Auswirkung haben. Von daher ist das auch gerade in Verbindung mit dem Warmwasser eine fantastische Möglichkeit. Ich hatte vorhin eingehend auch gesagt, das Thema Holzknabbern, Erde fressen, Kot fressen, wenig Bewegung, ne, isolierte Haltung, einstreulose Haltung, knappe Versorgung mit Raufutter und dergleichen. Das macht ja auch etwas aus dem Tier. Und dafür ist so meine Frage, was setzt ihr da ein? Ist da in dem Moment das Regulanz, seid ihr auf die Idee gekommen, da das Regulanz einzusetzen? Das Darmregulanz? Ja, genau. Das neue jetzt, Produkt? Jetzt spoilerst du ja schon ein bisschen. Ja, mach du mal, hau rein, ich musste jetzt. genau, wir haben jetzt ein neues Produkt entwickelt, das Magen-Darm-Regulanz. Das kommt jetzt zur Interzoo auf den Markt und wird da dann erstmalig vorgestellt. Das zielt wirklich darauf ab, die Darmgesundheit zu unterstützen, das Mikrobiom zu unterstützen, die Schleimhäute zu unterstützen, Mykotoxine abzubinden und den Stoffwechsel allgemein zu entlasten. Das kann man zum Beispiel einsetzen, auch bei Kotwasser. Also ich weiß nicht, wie viele Pferde mit Kotwasser ich kenne. Ich glaube, also mindestens viele. Jedes zweite Pferd hat Kotwasser. Gerade auch bei den kalten Temperaturen, auch mit der Kolikgefahr, dass man da einfach nochmal mit den Nahrungsergänzungsmitteln was unterstützen kann. Wir haben uns dafür entschieden, da das Apfelpektin mit reinzunehmen, um die Darmbakterien im Dickdarm zu unterstützen. Die Flohsamenschalen, die kennt man ja auch mal, um den Blinddarm zu reinigen, nenne ich es jetzt mal. Die Flohsamenschalen binden eben Schmutz, vor allem auch Sand, wenn zu viel Erde aufgenommen wird. Also das Erdeschlecken ist ja meistens ein Anzeichen für eine Mangelernährung, für eine Mangelerscheinung. Wenn das wirklich exzessiv gemacht wird, die Pferde müssen ja so ein bisschen Erde auch mit aufnehmen, um die Vitamin B-Bildung auch zu unterstützen im Magen-Darm-Trakt. Aber sobald es exzessiv wird, zielt es halt eher auf einen Mangel ab. Und wenn da zu viel Schmutz in den Darm kommt, unterstützen da die Flohsamenschalen eben durch ihre Schleimbildung und dadurch, dass sie den Schmutz abbinden können. Den Fenchel haben wir. Entschuldigung, wolltest du was sagen? Ja, mach weiter. Nee, weiter. Ich habe noch eine Frage. Er ist ungeduldig. Ruhe. Wir haben den Fenchel mit drin, wo wir ja auch wieder das Thema haben mit den Aromaölen, mit den ätherischen Ölen, wo dieser Ölstoff aus dem Fenchel einfach auch sehr beruhigend und krampflösend wirkt. Also entspannt für den Magen-Darm-Trakt. Wir haben die Manano-Oleosaccharide mit drin, also die Bierhefe-Zellwände, die präbiotisch auch wieder wirken, eben abzielen, dass sich das Mikrobiom passend ausbildet und gesund ausbildet, die Schleimhaut stärken, das Immunsystem fördern durch die Beta-Glucane, die da mit enthalten sind und was ich total genial finde, dass diese Zellwände Mykotoxine abbinden können, wo wir ja wieder das Thema haben von, man kann schlechtes Heu oder schlechtes Heu kann man vielleicht schon vermeiden, aber etwas minderwertigeres Heu kann man leider als Einstaller nicht immer vermeiden und da was zu geben, was dem entgegenwirkt, einfach von vornherein schon, um das zu unterstützen, damit nicht so viele Mykotoxine aufgenommen werden, beziehungsweise aufgenommen werden sie ja trotzdem, aber sie werden dann zumindest so abgebunden, dass sie dem Organismus
weniger Schaden. Das Schöne ist ja, wir haben ja immer wieder bei Pferden Koliken. Ja? Das ist ja wirklich eine ganz gefährliche Angelegenheit. Wir haben das Aufgasen, ja, du sprachst von das Kotwasser und dergleichen. Alles das, was im Darm dort stattfindet, ja, hat auch eine Auswirkung natürlich hinter auf die Hufe und auf Gelenke. Ja, um auch da mal den Übergang zu bekommen. Wir haben ja angefangen mit Hufrehe. Ja, und wenn ich das ansehe, dass eine Hufrehe ja tatsächlich etwas ist, was aus dem Darm kommt. Ja, das heißt also, eine Auswirkung ist, genauso wie bei uns Menschen, wenn wir zu wenig Biotin haben, wenn wir zu wenig Zink haben und dergleichen, haben das eine Auswirkung auf unsere Haare, auf die Nägel und dergleichen. Und die Nägel sind ja nun mal die Hufe beim Pferd. Und diese Huferkrankungen sind ganz, 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 ganz häufig auf Mangelerscheinungen, auf Stoffwechselentgleisung zurückzuführen. Und ließen sich sehr gut vermeiden. Es sind nicht nur immer die Stellplätze, die dafür schuld sind, Feuchtigkeit und dergleichen, sondern in meinen Augen, widersprecht mir bitte, aber ist das eigentlich eine Darmgeschichte? Sandra? Ja, also das kann natürlich sehr, sehr gut daher rühren. Ich meine, ne, wie du schon sagst, es gibt sehr vielfältige Ursachen dafür, aber das ist natürlich mit ein Grund, auf jeden Fall. Und von daher ist es wirklich darauf zu achten, dass man dementsprechend auf der einen Seite natürlich die Ernährung sich überdenkt. Da habt ihr ja auch in der Akademie, Sandra, habt ihr auch jemanden mit dabei, der macht Ernährung. Ist das ein Teilbereich der Ausbildung? Gehört das mit dazu? Ja, ich bin da in Kontakt mit der Konstanze Röhm, die uns ja jahrelang in der Akademie futtertechnisch betreut hat und die einen wahnsinnigen Wissensschatz hat. Also diese Frau ist wirklich ein wandelndes Lexikon. Ich bin immer total beeindruckt von ihr. Und das ist natürlich ein sehr weitläufiger Bereich und man kann sich da als Pferdetrainer nur ganz am Rande mit beschäftigen. Aber wie gesagt, ich finde, man muss sich damit beschäftigen, gerade weil man bei Problempferden ganz häufig Pferde hat, die Magengeschwüre haben vor lauter Stress. Und das kann man natürlich von außen nicht hundertprozentig erkennen. Man müsste dafür wirklich eine Magenspiegelung machen. Aber man kann das durch Palpieren sehr gut, ich sag mal, erahnen, ob da jetzt was mit dem Magen nicht stimmt, ob ich jetzt vielleicht eine Magenschleimhautentzündung oder sogar schon ein Magengeschwür habe. Und kann da natürlich auch dann magenfreundliches Futter geben oder ne, Leinsamen, Schleim, der die Magenwand schützt oder was auch immer, um dem Pferd erstmal das Leben zu erleichtern und die Magenschmerzen zu lindern, bevor ich dann vielleicht wirklich eine Gastroskopie mache oder einfach schaue, was ist denn da alles im Argen bei dem Pferd. Sind das auch solche Sachen, die du zum Beispiel bei Problempferden feststellst? So, sag mal, von der Psyche her, dass eventuell Erkrankungen auch zu Problemen führen, zu Verhaltensproblematik? Auf jeden Fall. Also gerade die unerkannten Dinge. Da gibt es natürlich neben den Magengeschwüren auch ganz oben auf der Liste wirklich Blockaden beziehungsweise wirklich ganz krasse Muskelverspannungen. Und wir kennen das alle, wenn wir eine Blockade haben oder eine heftige Muskelverspannung, die von einer bestimmten Haltung oder einer bestimmten Bewegung her rührt und ich werde aber jeden Tag wieder gezwungen, diese Haltung einzunehmen, dann raste ich irgendwann aus. Also deshalb, ich habe volles Verständnis für diese Pferde, die sagen, runter, ich kann jetzt nicht mehr, steig ab. Und das kann man natürlich auch durch Palpieren und durch Anfassen sehr, sehr gut feststellen. Und da ist Alina ja auch ganz vorne mit dabei, ne, die Pferde da zu behandeln oder erstmal das zu diagnostizieren. Und es ist, also erstmal muss ich natürlich, wenn ich ein Problempferd trainiere, ausschließen, dass es körperliche Beschwerden hat. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil manchmal sind es ja auch, was weiß ich, eine Spondylose, die kann jetzt auch ein Osteopath nicht feststellen. Dafür muss das Pferd in die Klinik und geröntgt werden. So, ne? Aber es gibt viele Dinge, die ich, wenn ich Fingerspitzengefühl habe und wenn ich mir das Know-how aneigne, die ich wirklich erfühlen kann und dann sagen kann zum Besitzer, hör mal, bitte, da muss ein Fachmann ran. Wir können über diesen Punkt nicht einfach wegtrainieren, weil das Pferd hat recht, dass es sich wehrt.
Meine Frau ist Osteopathin und die hat so viele Pferde, die sie behandelt. Und immer wieder stellt sie fest, dass die Wirbel draußen sind, dass sie Probleme mit den Knien haben und dergleichen. Und oftmals kommt das auch natürlich durch zu hartes Anreiten. Das Tier steht, was weiß ich, die ganze Zeit über eine Woche, wird nur einmal Wochen rausgeholt. Einmal in der Woche wird richtig scharf angeritten, gerade auch beim Westernreiten, wenn ich mir das so vorstelle. Es gibt ja so tolle Wenden, ne, Sandra, wo dann so richtig schön am Ende vor eine Wand geritten wird, das Pferd dann dementsprechend sich drehen muss. Ich sehe das leider häufiger und die Tiere kommen dann hinter zack ab in den Stall und haben Kreuzverschlag. Ja, und haben dann hinterher solche Sachen, ne? Ja, aber das größere Übel ist eigentlich, dass viele denken, sie würden das gut machen und auch von einem Trainer so angeleitet werden und das Pferd eigentlich, wenn die eine Dreiviertelstunde reiten, davon 40 Minuten in einer totalen Verspannung läuft, einfach weil sie es nicht besser wissen. Und das, wie gesagt, führt natürlich auch, ne, dass solche Pferde knirschen dann mit den Zähnen, verspannen sich total im Kiefer, natürlich auch im Hals und Rücken. Und das wird dann so als normal angesehen, wenn das Pferd beim Satteln schon anfängt zu schnappen. Das ist aber nicht normal. Also wenn das Pferd sich wehrt, wenn ich den Sattel auflegen möchte oder wenn ich aufsteigen möchte, dann bedeutet das was. Das machen die Pferde ja nicht ohne Grund. Deshalb... Es ist wirklich wichtig, da hinzuschauen und hinzuhören und das nicht zu ignorieren. Und gerade solche belastende Manöver vom Westernreiten, wie du sie angesprochen hast, naja, also die führen natürlich, also wenn die exzessiv ausgelebt werden, natürlich zu einem erhöhten Verschleiß. Und solche Pferde halten dann vielleicht nicht so lange. Und ich muss natürlich ein super Ausgleichstraining machen, wenn ich solche Westernmanöver reiten möchte. Ist dann in dem Moment, Alina, das Horstknochen und Gelenke, Kräuterhorstknochen und Gelenke, noch eine Möglichkeit, um solche Tiere, die jetzt sportlich geritten werden, zu unterstützen oder auch generell? Ich sehe das Knochen und Gelenke weniger als Prophylaxe, sondern eher, wenn schon Probleme da sind. Dadurch, dass wir es ist ja wieder reines Kräuterprodukt, aber auch die Kräuter, die wir drin haben, Teufelskralle, Ingwer, Weiderinde, die sind einfach auch schmerzlindernd. Und die sind super toll bei Arthritis, bei Arthrose, bei älteren Pferden, um die zu unterstützen, um die noch am Laufen zu halten, um die Bewegungslust einfach noch aufrecht zu halten und die Beschwerden zu lindern. Das ersetzt aber natürlich kein korrektes Training oder kein pferdegerechtes Training. Nee, gerade bei der Linderung ist es ja gemein, wenn das Pferd eine Linderung erfährt, geht es ja hinter über den Schmerz eigentlich nochmal drüber weg. Siehst du? Genau, richtig. Wenn man dann denkt, ach, es läuft ja wieder und ich fange jetzt wieder von vorne an, wie ich mich in das Problem reinmanövriert habe, dann geht das halt wieder nach hinten los fürs Pferd und dann nimmt man vielleicht noch mehr oder dann nimmt man vielleicht noch ein Schmerzmittel dazu, ein schulmedizinisches Produkt. Das sollte man auf jeden Fall im Blick haben, dass die Nahrungsergänzungsmittel natürlich alle bei Symptomen unterstützen und auch lindern und auch wichtig sind für die Pferde, damit die nicht in eine Schmerzsymptomatik kommen beziehungsweise da drin bleiben und so einen Schmerzstress entwickeln. Aber letztendlich muss man immer die Ursache im Blick haben. Ursache, komme ich noch so zum Abschluss unseres Podcasts heute zu einer Frage und zwar, ja danke, genau. Also, Psyche und Problempferde. Im Grunde genommen an Sandra und Alina beide. Sandra jetzt vielleicht gerade vorweg. Du hast ja Problempferde, hat man ja auch im Fernsehen gesehen, die immer wieder dementsprechend trainiert wurden von dir, wo sich Veränderung einstellt, nicht innerhalb von 14 Tagen, sondern über Monate hinweg. Klar, der Schnitt gehört ja mit dazu. Wie ist das, ich nehme das Wort Serotoninmangel, ja, im synaptischen Spalt, das heißt die Übertragung von Informationen vom Gehirn zum, sagen wir, Muskelapparat und dergleichen, dass das alles funktioniert. Ist das etwas, was bei dir ein Thema gewesen ist oder Thema ist?
Auf jeden Fall. Also ich muss mich erstmal für die Bellerei entschuldigen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, also hier sitzen drei Hunde neben mir auf dem Sofa, die sagen, vor 20 Minuten war übrigens Mittagessenszeit. Und jetzt, wenn ich mich bewege, das wussten wir nicht. Sagen, ach, jetzt steht sie auf, jetzt gehen wir in die Küche. Ja, geil. Und dann so, nee, warte bitte. Und dann sind die so, boah, hast du einen Knall? Weißt du, wie spät es ist? Also das nur nebenbei, ja? Mama Sandra, also wenn jemand los. Bellt, dann ich versuche mich nicht zu bewegen. Okay. Also genau, was ganz wichtig ist, was manche auch nicht wissen, dass Pferde, während sie Heu kauen, durch die Kauschläge Serotonin bilden. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist, ne, also wir sagen ja, wenn wir Schokolade essen, ist das gut für den Serotoninspiegel. Absolut. Und für die Pferde ist das natürlich auch wichtig, wissen wir alle. Und Stressabkauen. Ist ja auch so. Genau. Das haben die Hunde ja auch, die kauen Stress. Und was wirklich... Ein schönes Wortspiel, ja. Ja, bei den Pferden kommt, wie gesagt, noch dazu, dass sie wirklich das Sättigungsgefühl durch die Kauschläge bekommen. Das heißt, deshalb ist es ja auch so wichtig, dass sie möglichst lange Heu essen oder Gras essen. Bleiben wir jetzt mal gerade bei dem Thema im Winter. Also es ist wirklich ganz, ganz krass, zu wie vielen Pferden ich komme, wo folgendes Szenario sich abspielt. Das Pferd bekommt morgens Heu, sagen wir mal 4 Kilo, wenn es Glück hat. Dann kommt es um 10 Uhr aufs Paddock. Wenn es Glück hat, ne, ist ja ein toller Stall, da stellen die Pferde im Winter raus. Von 10 bis 16 Uhr. Um 15.30 Uhr kommt dann der Besitzer von der Arbeit, holt sein Pferd vom Paddock, will noch schnell den Rest Sonnenlicht, Tageslicht nutzen und was mit dem Pferd machen. Und dem Pferd hängt der Magen schon dermaßen in den Kniekehlen, weil es auf dem Paddock nichts zu essen gab, dass das Pferd sich seiner Meinung nach wirklich, und das ist ohne Scheiß so, in Lebensgefahr befindet. Also wenn Pferde unterzuckern, denken die, ich sterbe jetzt gleich. Und dann ist die allergrößte Motivation, erstmal zum Futter zu kommen. Und dann kommt es dazu, dass die Pferde den Besitzer quer über den Hof ziehen, irgendwohin, wo eine Heukarre steht oder zu ihrer Box oder zum Grashalm, irgendwohin, weil die wahnsinnigen Hunger haben und weil die nicht mehr ein noch auswissen. Und wenn man die dann nichts essen lässt und dann versucht, die zu reiten in diesem Zustand, geht das nicht. Das geht für das Pferd absolut nicht. Das ist ein No-Go. Deshalb ist es total wichtig, dass der Pferdebesitzer, der vielleicht irgendwo Einstaller ist und der nachmittags zu seinem Pferd kommt, was auf dem Paddock steht, dass der darüber informiert ist, wie lange die Futterpause jetzt schon anhält und dass er auf jeden Fall erstmal Raufutter füttert, bevor er irgendwas mit dem Pferd veranstaltet. Das ist total wichtig und ich wundere mich immer, wenn ich das sage, du musst dein Pferd jetzt erstmal essen lassen. Ey, der stand jetzt 6 Stunden auf dem Paddock und hat nichts gekriegt. Ach so? Ja, okay. Unverständlich. Entschuldigung, das geht doch nicht. Also, ja, aber es ist manchmal so, wenn bei manchen Einstallern habe ich das Gefühl, die vertrauen ihren Stallbesitzern so sehr, dass sie denken, ach, die werden schon wissen, was richtig ist. Und dann machen die sich darüber keine Gedanken. Und die Pferde sind total außer sich. Und dass die dann Probleme kriegen, hey, da brauche ich keinen teuren Problempferdetrainer zu engagieren. Da muss ich einfach nur dafür sorgen, dass das Pferd Raufutter bekommt. So, Feierabend. Aber es ist doch genau das Gleiche bei uns. Genau das Gleiche bei uns. Wie viele Leute sind total schlecht gelaunt und grannig, weil die nichts zu essen bekommen? Erstmal ein Snickers. Oh ja, ich bin auch wie ein Pferd. Also ich brauche alle 4 Stunden was zu essen, sonst kannst du mich vergessen. Das ist ja nicht nur bei dir so, das ist ja überall so. Bei Hunden ist das ja auch so. Ne? Wenn ich das angucke, wir haben Schlittenhunde, ja, die kann ich auch nicht einfach so vorspannen, wenn die den ganzen Tag über nichts gegessen haben. Die müssen was bekommen. Da muss ich natürlich die Verdauungszeit, die Vorverdauungszeit mit einberechnen, bevor ich anspannen kann. Das geht ja gar nicht anders. Ja. So, und jetzt bei Pferden ist es ja noch krasser, weil der Organismus des Pferdes ist ja darauf ausgelegt, ständig rohfaserreiche, energiearme Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn ich dem Pferd das verwehre, dann bekomme ich Probleme. Ein Hund, der jagt, hat dann seinen Hasen, den frisst er, oder ein Wolf, und dann braucht er erstmal nichts mehr. Aber beim Pferd ist es ja noch heikler, weil das Verdauungssystem einfach genau darauf ausgelegt ist, ständig mit Futter versorgt zu werden. Alina, jetzt wirklich, wir bleiben beim Abschluss. Das ist jetzt meine letzte Frage dazu. Und zwar, ihr habt ja gerade, was Serotoninmangel angeht, gibt es ja auch 2 Produkte, die die Psyche unterstützen bei Canina. Einmal das MacHorse und einmal das VitaHorse.
Wann wird was eingesetzt? Also auf den Serotoninmangel jetzt vielleicht nicht so ganz spezifisch ausgelegt. Dann nehmen wir das nicht. Nein, Quatsch. aber wir haben gerade das MacHorse für nervöse Pferde, für Pferde, die sich vielleicht konzentrieren können, die nicht so leistungsbereit sind oder eben auch zur Unterstützung im Wachstum, weil die in dem Moment einfach viel mehr verbrauchen, auch für die Muskeln. Das MacHorse ist ein Magnesiumpräparat mit Vitamin B12. Und das Magnesium ist ja in ganz, ganz vielen Prozessen im Körper mit beteiligt, unter anderem für die Leber, für den Magen, für den Eiweißstoffwechsel und was natürlich auch alle kennen, ne? Ich habe viel trainiert, ich muss erstmal Magnesium nehmen, damit ich keinen Muskelkater bekomme. Und keine Krämpfe. Keine Krämpfe, genau. Es entspannt einfach ein Stück weit die Muskulatur, indem sie unterstützt, auch mit dem Vitamin B, was sich eben positiv auf die Nerven auswirkt, um die Pferde da zu unterstützen. Da kann man natürlich dann jetzt auch wieder nach der Ursache schauen, woher kommt dieser Magnesiummangel, der dann eventuell da ist. Liegt es an Leberproblemen, liegt es an Magenproblemen, liegt es an zu viel Leistungserbringung? Aber letztendlich kann man die mit dem MacHorse erstmal ganz gut unterstützen und durch eine schwierige Zeit bringen, damit sie sich trotzdem noch konzentrieren und ein bisschen runterfahren können. Und das Vita-Horse? Genau, das Vita-Horse ist ein Vitamin-B-Komplex mit zugesetzten Aminosäuren noch dabei. Die B-Vitamine sind ja auch an vielen verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt, unter anderem eben vor allem für die Nerven. Und wenn man dann eben so ein Pferd hat, was 6 Stunden ohne Heu auf dem Paddock steht, da funktioniert das mit der B-Vitamin-Synthese halt nicht mehr ganz so gut, weil die Darmflora ja auch darunter leidet. Und die Resorption vom B12 zum Beispiel im Magen dann natürlich gestört ist, wenn da viel zu viel Säure drin enthalten ist und der Magen sich quasi selbst verfrisst. Da wieder bei allem auch, natürlich muss die Ursache abgestellt werden, aber bei solchen Problematiken, die man vielleicht mal phasenweise, weil man gerade eben an diesem Stall steht und nicht übermorgen schon an einen neuen kommen kann, da nochmal unterstützen kann. Oder in allgemeinen Stresssituationen wie in einem Stallwechsel zum Beispiel. Oder wo wir ja auch drüber angesprochen haben, das Anreiten ist natürlich auch, wenn es, wie Sandra und ich es ja machen und eben die Trainer der Akademie, auch sehr pferdegerecht abläuft. Aber es ist für die Pferde erstmal eine andere Situation. Ja, die haben ja einen ganzen, die müssen erstmal lernen, sich wirklich zu konzentrieren und sich auf den Menschen einzulassen. Viele sind da ja wirklich so gefühlt gerade von der Wiese gepflückt und müssen sich da erstmal dran gewöhnen, dass sie ja jetzt auch gefordert werden. Und da kann man damit auf jeden Fall schön unterstützen. Okay. Das war's für heute. Herzlichen Dank, dass ihr so ausführlich über alles mit uns geplaudert habt, dass wir so viele Informationen bekommen konnten aus eurem Erfahrungsschatz heraus. Herzlichen Dank, Sandra, für deine Zeit, dass du vor allen Dingen auch aus so ein bisschen geplaudert hast aus deinem täglichen Einsatz dort und mit Problempferden. Alina, dir genau das Gleiche. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, herzlichen Dank. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes, auch die Links zu den Produkten und natürlich auch der Link zur Akademie und zu Sandra Schneider und zu dem, was Alina noch so macht neben Canina. Da sind nämlich noch so andere Tätigkeiten. Und danke
fürs Zuhören. Abonniert uns, stellt uns Fragen über die FAQs und über die entsprechenden Möglichkeiten bei den einzelnen Portalen, wo der Podcast ausgestrahlt wird. Und wenn ihr Fragen habt, beratung@petman.de. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, herzlichen Dank und tschüss von meiner Seite. Ich bin beeindruckt. Tschüss. Und guten Appetit an die Möpse. Ja, genau. Danke, danke. Das werden wir jetzt haben. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Nachtgespräche, der Podcast. Können wir einmal da kurz Pause machen? Ich muss kurz nachdenken. Natürlich, ist überhaupt gar kein Problem. Wir können auch erstmal zu Sandra übergehen, ist auch kein Thema. Dann kannst du noch ein bisschen nachdenken und das gleich sagen. Pass auf, dann machen wir das so. Ich gehe einfach zu Sandra über. Achtung, kurze Pause. Ja, danke, Kalina, eine neue Kalina. Watchdog. Ich freue mich auf die Outtakes. Kalina bei Alina. Nein, Alina bei Kalina. Okay, Achtung. Sandra, dann erzähl ein bisschen was von dir. Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Podcast heute. Und ich möchte vielleicht erstmal kurz erzählen, wie ich überhaupt zu Katina bzw. Alina gekommen bin. Denn die liebe Alina hat mich zu Katina geführt, sozusagen. Nein, zu Kanina meinst sie du, ne? Habe ich jetzt Katina gesagt? Ja, Katina. Okay, fangen wir nochmal neu an. Das gibt geile Outtakes. Das gibt geile Outtakes. Und das direkt im Januar 24. Ey, wir schmeißen es weg, kann ich jetzt schon sagen. Wir haben so viele lustige Sachen. Okay, allerdings. Also, Katina. Ich bin schuld gewesen, Sandra, es tut mir leid. Ich habe es verursacht. Achtung, nochmal neu. Sandra, dann stell du dich doch bitte kurz vor.